Redfall ist da. Der Koop-Shooter der Dishonored-Macher Arkane Studios Austin steht zum Download bereit auf deiner Xbox und dem PC. Natürlich ist das Ding auch direkt im Game Pass verfügbar und natürlich können Xbox- und PC-Spieler auch zusammen durch Redfall streifen. Direkt aber eine Sache vorweg. PlayStation-Fans haben keine Chance auf das Game. Das Spiel wird publiziert als eines der ersten großen Spiele von Bethesda unter der Flagge von Microsoft. Ein Release auf der Sony-Konsole ist daher sehr unwahrscheinlich. Wir konnten Redfall bereits einige Stunden zocken und sagen euch jetzt, was euch im Spiel erwartet, ob sich der Download lohnt, bzw. was ihr unbedingt vor dem Kauf wissen solltet. Die wichtigste Info zum Start. Redfall ist ein Online-Koop-Shooter, den du alleine spielen kannst. Ich persönlich, und das sage ich direkt zum Start des Videos, fühle diesen Singleplayer von Redfall aber überhaupt nicht. Du kannst einen von 4 Helden auswählen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das Zusammenspiel dieser Fähigkeiten macht einen großen Reiz des Games aus. Vor allem ohne das Wiederbeleben durch deine Mates kann ein Kampf auch durchaus mal etwas frustrierend werden. KI-Kollegen gibt es nämlich keine. Das Gute aber, Redfall ist ja im Game Pass. Bedeutet, deine Freunde müssen das Ding nicht zum Vollpreis kaufen, sondern können ein kurzfristiges Abo abschließen. Quasi als würde man den Streaming-Service WoW für exakt einen Monat abonnieren, nur um The Last of Us zu sehen. Wer macht das schon? In Redfall warten, wie erwähnt, 4 Charaktere auf dich. Jacob, ein Scharfschütze, der sich teleportieren und unsichtbar machen kann. Remy, eine Ingenieurin, die eine Support-Drohne befehligen und eine Schutzbarriere errichten kann. Layla, eine Biomedizintechnikerin, die eine Art Fahrstuhl rufen kann oder einen Regenschirm nutzt, um Feinde zurückzuwerfen. Und dann ist da ja auch noch Divinder, ein Ermittler des Paranormalen, der technische Gadgets und einen Granatwerfer nutzt. Alle Charaktere haben auch noch eine Ultimate-Fähigkeit. Layla zum Beispiel kann ihren Vampire-Ex-Boyfriend beschwören, der einfach mal alle Gegner niedermäht. Redfall nimmt sich nicht sonderlich ernst. Ja, die Geschichte ist etwas, ich sag jetzt mal, blutiger, aber im Kern erwartet euch hier so ein Humorlevel zwischen Left 4 Dead und Borderlands. Die Stadt Redfall wurde nach einem fehlgeleiteten Experiment eines Biotech-Unternehmens von Vampiren heimgesucht und diese Vampire haben auch gleich noch eine fette Sonnenfinsternis mitgebracht. Du darfst nun die Stadt befreien, also quasi den Oberblutsauger killen. Diese Vampire haben natürlich alle ganz unterschiedliche Kampftaktiken. Wichtig für dich ist, wirklich töten kannst du sie nur mit einem Pflock im Körper. Entweder rammst du diesen im Nahkampf rein oder du nutzt eine Waffe, die ein passendes Geschoss parat hat. Die Fights sind actionreich und erwarten viel Movement. Controller-Spieler bekommen einen starken Aim-Assist an die Hand. Da Redfall aber kein PvP hat, sondern ein pures PvE-Game ist, also ihr spielt nur gegen computergenerierte Gegner, sollte das die PC-Community weniger stören. Die Welt von Redfall bietet immer mehrere Angriffsmuster. Direkt drauf, klar, das geht. Fallen stellen, na, wenn du möchtest. Leise vorgehen, ja, im Kern auch kein Problem, mit den passenden Waffen und Fähigkeiten. Auch wenn die Entwickler sagen, dass man hier immer so spielen kann, wie man möchte, zur Wahrheit gehört auch, dass die direkte Konfrontation meist einfacher ist und auch ehrlicherweise mehr Spaß bereitet. Wichtig dabei zu wissen, Munition findest du teilweise auch in der Spielwelt, aber die reicht nicht aus. Daher musst du unbedingt auch durch besiegte Gegner durchsliden, dann gibt's direkt Muni. Einfach so aufsammeln ist in Redfall eher nicht so. Natürlich warten noch zahlreiche Bossgegner im Spiel darauf, von dir niedergemäht zu werden. Es gibt dutzende Nebenquests und Geheimnisse und ja, die Spielwelt von Redfall steht dir komplett offen und du kannst somit auch viele Gebäude einfach betreten und durchsuchen. Vor allem der Look and Feel der Spielwelt hat mir massiv zugesagt. Dies gepaart mit dem Gameplay war und ist einfach unterhaltsam. Erwarte auch einfach genau das von Redfall, dann wirst du deinen Spaß haben. Was du allerdings nicht erwarten solltest? Naja, eine umfangreiche, spektakuläre Geschichte, einen tollen Einzelspielermodus oder massive Abwechslung beim eigentlichen Gameplay. Ja, es gibt viele verschiedene Waffen, Skills und Co., aber das Ding ist ein Koop-Shooter. Leb damit. Downloade es, weil du mit Freunden in einer frischen Spielwelt Vampire aufflocken möchtest und nicht, weil du eine Deep-Dive-Story erleben willst. Etwas simpler runtergebrochen. Wichtig für dich zu wissen ist eigentlich nur Folgendes. Redfall hat so eine Art Liste an Gameplay-Elementen, die es abarbeitet. Diese Liste hat so gefühlt die Überschrift, was jeder Koop-Shooter haben muss. Unzählig viel Loot in bester Loot-Shooter-Manier? Check! Einen umfangreichen Skilltree, der teilweise schon zu umfangreich sein könnte? Ja, check! Dutzende Sidequests? Check! Schadensanzeigen, die aufploppen über Gegner? Check! Viele Schnellreisepunkte zum Freischalten? Check! Das klingt für dich jetzt nach einer oder gar mehreren fetten Red Flags? Ja, ich würde dir zustimmen, aber am Spiel arbeitet halt das Arkane Studio.
Die sind bekannt dafür, ihre eigene Note, ihren eigenen Charme in ihre Spiele zu integrieren, so auch in Redfall. Ja, es hat diese typischen Koop-Open-World-Shooter-Elemente, aber jedes Areal, jeder Raum, jede Gasse wirkt so, als könnte sie eine Geschichte erzählen. Die Gegner-KI ist immer für eine positive Überraschung gut, der Grafikstil wirkt auf den ersten Blick vertraut, aber die zahlreichen Grafikeffekte, die Farbpalette und vor allem der Aufbau der Stadt Redfall fühlen sich dann doch einzigartig an. Arkane vermischt hier Einzigartigkeit mit dem, was man vom Genre dann eben auch erwartet. Der Mix ist also irgendwie frisch und gleichzeitig vertraut. Und das ist eine interessante und dadurch dann doch schon wieder einzigartige Mischung. Anders gesagt, Redfall fühlt sich gut an. Erwarte aber kein Game of the Year. Das Ding ist kein revolutionäres Videospiel, kein Koop-Shooter, über den wir in 5 Jahren noch sprechen werden. Es gibt ehrlicherweise keine Gameplay-Elemente, die einen Innovationspreis verdient hätten. Das klingt jetzt für dich arg negativ. Na, sieh es doch mal so. Falls du keinen Bock auf ein Game Pass-Abo hast oder eh gerade genug zum Zocken parat liegt, dann pack das Spiel einfach auf deine Wishlist. Und dann pack es aus, wenn du mit deiner Crew nach einem passenden neuen Koop-Game suchst. Das kann ja in 1-2 Monaten sein, das kann im nächsten Winter sein, das kann ja auch einfach nächstes Jahr sein. Egal. Redfall bietet im Kern ein bekanntes, motivierendes Gameplay, gemixt mit der besonderen Prise Arkane Studio. Reicht dir das? Wenn ja, starte den Download und schnapp dir deine Freunde.